fuhr gerade ein LKW hoch. Ja. Und die Kirche da hinten bimmelt in der Sampelburger. Das ist doch verboten. Also ich gebe euch alle Zuschauer mit Zauber, das ist nicht nur Osterfeiertagsverbot, was wir jetzt haben, sondern auch leider, es ist vor kurzem ein großes Geheimnis gelüftet worden, was verschwiegen ist in den letzten Jahren. Leider ist das auch wieder ein neues Corona-Verbot, was wir jetzt haben. Ich wünsche alle schönen Karfreitag. Zum Richtung Wochenende gibt es gutes Wetter. Wir knacken morgen die 25, Sonntag die 30 Grad. Und ein bisschen wärmer 25. Ab heute geht es schon fast um die 20 Grad. Zum Wochenende aber mit Regen leider. Was machst du da? Wenn ihr über die Verbote wissen wollt, dann müsst ihr es im Internet eingeben. Feiertagsverbot, Corona-Verbot, wie das heißt. Und ich sage euch ein paar Tipps. Keine Musik, kein lautes Gespiel draußen, keine Toben, wie das heißt. Keine Party, keine Musik, gar nichts. Es dürfen auch keine Flugzeuge fliegen. Heißballons, ja, dürfen fahren, glaube ich, oder auch nicht. Waren eh keine. Wir haben im Moment einen Sturmtief namens Mathilda da und der ist schon am Blasen wie verrückt. Jetzt hat er sich letzte Nacht auch geblasen, der Sturm? Nee, nicht okay hier. Am Sonntagnacht auf Montag kommt ein richtiges heftiges Gewitter mit zwei Orkantiefs dabei, Nadja und Nelson. Bis 100 km/h gehen die, aber 120 Höchstwahrscheinlichkeit. Bis 150 gehen bei uns die Bergen. Ostern fällt wirklich ins Wasser, schon eigentlich nur wegen den Verboten, auch in den Unwettern. Aber Richtung Samstag, Sonntag soll es besser werden. Schönen Karfreitag an euch allen.